ist dir in Bezug auf dich selbst momentan nicht bewusst. Da spüren wir jetzt mal rein, da schauen wir mal rein mit dem Gilde-Tarot von Ciro Marchetti. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf eine neue Videotime gemeinsam. Und schauen wir einfach mal, was uns das Tarot da zur Verfügung stellt, welche Informationen du da bekommst. Vielleicht sind es ganz spannende Dinge. Freu dich drauf. Ja, du denkst bitte trotzdem dran, dass es eine allgemeine Legung ist. Ne? Das heißt, wenn du dich jetzt nicht wiederfindest in dieser Legung, ist es auch nicht schlimm. Dann hat es halt dieses Mal einfach nicht gepasst. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du möglichst viele Impulse mitnehmen kannst für dich, die dein Leben ja vielleicht glücklicher, einfacher, erfolgreicher gestalten. Das wäre immer so mein Ziel. Ne? Ansonsten, wenn es sich jetzt hier gleich um eine Liebesthematik drehen sollte, ich weiß es ja noch nicht, dann bitte dreh dir so, die Rollen so passen, wie du es brauchst. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Und ja, ansonsten noch ganz lieben Dank für all eure Likes, eure Kommentare, eure Abos. Vielen lieben Dank dafür, auch fürs Teilen meiner Videos, ja. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt schauen wir mal, was das Tarot für heute mitgebracht hat. Gucken wir mal, was ich euch mitteilen darf. Schauen wir doch mal. Liebe lichte geistige Welt, was ist meinen Zuschauerinnen oder Zuschauern momentan nicht bewusst? Ich mache jetzt hier zwei Stapel. Du kannst wählen zwischen 1 und 2, du kannst auch beide anschauen. Wie gesagt, bei der Stapelwahl, ich finde es immer gut, wenn man sich beides anschaut und dann bewusst sich für das eine oder andere entscheidet, wo man das Gefühl hat, ja, das passt zu mir, das fühlt sich stimmig an, aber ihr könnt es handhaben, wie ihr möchtet. So, dann bitte ich um Botschaft 1, was ist meinem Zuschauer und meiner Zuschauerin über sich selbst nicht bewusst? Und Botschaft 2. Und dann tun wir die dabei mal auf die Seite und schauen wir mal, was da kommt. Die 9 der Kelche. Bei den 9 der Kelchen geht es um emotionale Wunscherfüllung. Da geht es darum, dass man emotional gut versorgt ist. Da geht es um die eigenen Bedürfnisse. Na? Also die 9 der Kelche sollten eigentlich heißen, dass du emotional in einer sehr gut versorgten Verfassung bist. Und jetzt schauen wir uns mal an mit den folgenden Karten, ob dem tatsächlich so ist. Oder was man dir hier über deine Bedürfnisse, über deine emotionalen Bedürfnisse erzählen möchte. Oder welche Hinweise man dir da geben möchte. Worum geht es hier genau? Was ist hier das Thema? Die 5 der Stäbe. Der Tod und die 7 der Schwerter. Ja, es ist eben nicht so, dass du in dieser Verfassung zu sein scheinst, oder zumindest nicht immer, sondern dass es hier tatsächlich Momente gibt, in denen du das Gefühl hast, du musst einfach immer um deine Bedürfnisse kämpfen. Na, also du musst dich immer sehr durchsetzen. Es gibt auch Situationen, wo du das Gefühl hast, dass du nicht das bekommst, was du möchtest. Ne? Es gibt Situationen, in denen du dich um deine Bedürfniserfüllung auch betrogen fühlst oder vielleicht dich auch sogar selber sabotierst. Also alle, die jetzt hier Stapel Nummer 1 gewählt haben, die sich hier in Resonanz fühlen, die haben hier noch ein unbewusstes Thema oder vielleicht auch durchaus seid ihr dem Ganzen schon auf der Spur, aber halt noch nicht so ganz in der Tiefe, ne? Dass es hier darum geht, dass du nicht tatsächlich zu deiner Bedürfniserfüllung kommst. Nicht tatsächlich in deine Wunscherfüllung kommst. Woran liegt es denn? Woran liegt es, dass du hier das Gefühl hast zu kämpfen oder loslassen musst oder das Gefühl hast, sabotiert zu werden oder dich sogar auch selbst sabotieren? Was ist der Grund dafür? Woran liegt das bei den meisten, sage ich jetzt mal? Da haben wir die 10 der Münzen. Es
kann am Selbstwert liegen. Dann haben wir den Magier. Und den Ritter der Kelche. Also, bei vielen von euch, die es jetzt hier tatsächlich nicken, wenn sie das hören, liegt es entweder daran, dass sie selbst nicht das Gefühl haben, dass sie eigene Bedürfnisse haben dürfen, dass sie sich selbst nicht diesen Wert geben. Ich darf es anders wollen, ich darf eine eigene Meinung haben, ich darf ein eigenes Bedürfnis haben, ich darf Wünsche haben. Ne? Vielleicht hast du in der Vergangenheit erlebt, dass das einfach bei deinen Eltern nicht wichtig war oder dass immer, wenn du dir was gewünscht hast, dass du es sowieso nicht gekriegt hast. Ne? Es geht um Menschen, die hier auch sich selbst, obwohl sie es eigentlich hätten, nicht diese Fähigkeiten zuschreiben, dass sie tatsächlich dieses wunscherfüllte Leben führen könnten. Also sie wissen entweder nicht oder sie glauben nicht, dass sie die Fähigkeiten haben, sich tatsächlich ihre Wünsche selbst zu erfüllen. Vielleicht haben sie es ganz einfach auch nicht gelernt. Vielleicht gab es einfach einen Erziehungsstil, der da hieß, entweder erfülle ich dir deine Wünsche oder du kriegst einfach nicht das, was du willst. Selbst konntet ihr vielleicht nichts machen, selbst wart ihr vielleicht ohnmächtig. Das ist natürlich auch als Kind oft so. Als Kind kann man sich das auch oft noch nicht erfüllen. Ja? Und was hier auch noch eine Rolle spielt, ist, dass es sicherlich auch einige von euch gibt, die extrem gutmütig sind, die immer anderen den Kelch bringen, ne? Die immer dafür sorgen, dass es anderen gut geht, aber sich selbst nicht um sich kümmern und es nicht gelernt haben, sich um sich zu kümmern. Das kann jetzt auf dich 1, 2 oder 3 zutreffen, das können auch 2 Sachen sein, es können auch alle 3 Sachen auf dich zutreffen. Das kannst du jetzt für dich mal erspüren. Das jetzt eben zum Thema, was war dir da bisher nicht bewusst, dass du mal schaust, wo kommt es denn tatsächlich her? Wo hat es denn seinen Ursprung? Ist es wirklich ein Selbstwertthema, dass ich mir einfach abspreche, es verdient zu haben, dass sich meine Wünsche und Träume erfüllen, dass sich meine Bedürfnisse erfüllen? Oder liegt es daran, dass ich es nicht kann, dass ich mir selbst hier oder auch andere, ja, die Fähigkeiten absprechen? Oder liegt es daran, dass ich immer nur drauf schaue, dass es allen anderen gut geht, nur mir selber nicht? Wozu führt denn das, wenn du so weiterlebst wie jetzt? Wenn du so weiterlebst wie jetzt, egal wie alt du bist, wohin würde dich das führen? Wenn du dieses weiter so lebst wie bisher, wo führt dich das hin? Da haben wir die 4 der Stäbe. Der Ritter der Münzen. Und den Pagen der Stäbe. Also es würde sich in deinem Leben nichts verändern. Na, wenn du das weiter so machst, dann bleibt alles so, wie es ist. Es kann sein, dass dein Selbstwert immer mehr schrumpft, dass du dich immer weniger in der Lage fühlst, etwas zu verändern, etwas für dich selbst zu tun. Das nimmt dann mit laufendem Alter ab, wenn man natürlich die Erfahrung, je länger man die Erfahrung macht, dass man sich selbst nicht glücklich machen kann oder sich selbst nicht seine Bedürfnisse erfüllen kann, desto schwieriger wird es, das auch dann wieder zu verändern. Du würdest diesen Zustand immer mehr zementieren. Du müsstest immer mehr mit dem Gefühl leben, dass du nicht rauskommst aus der Nummer. Also es ist schon an dir selbst, hier was zu verändern. Jetzt fragen wir mal die dichte geistige Welt, was kannst du denn verändern? Was stünde in deiner Macht? Was wären die Möglichkeiten, die du hättest, um aus dieser Nummer rauszukommen? Was sagen die dir da oben? Wie könntest du jetzt hier rauskommen? Da haben wir die Liebe.
Dann haben wir die 5 der Kelche. Dann haben wir die 5 der Münzen. Wir haben den König der Kelche. Und wir haben den Pagen der Münzen. Also hier geht es erstmal darum, sich ganz klar bewusst zu machen, dass du hier in einer Mangelsituation bist. Dass du dich selbst in einer Mangelsituation festhältst. Die erste Stufe zur Veränderung ist immer Bewusstheit. Das müsst ihr euch merken. Ich muss immer mir erstmal bewusst sein über etwas, damit ich es überhaupt verändern kann. Nur die Bewusstheit alleine reicht noch nicht. Ich muss irgendwann mal was tun. Ne? Aber erst geht es mal darum, dass du dir bewusst wirst, was du dir selbst alles nimmst. Da kannst du ruhig einen Zettel nehmen, einen Zettel, einen Stift und dann schreib dir mal auf, was du alles selbst verhinderst in deinem Leben, wo du dir überall selbst den Zugang nimmst, was du dir alles selbst nicht gewährst. Mach dir das wirklich mal bewusst, das wird dich erschüttern, das sage ich dir. Ja? Und versuch hier mal wirklich aus einer selbstliebenden Haltung auf dich selbst zu schauen, wie eine Mutter auf ihr geliebtes Kind. Und dann mal zu überlegen, okay, das und das und das und das, alles was du da aufgeschrieben hast, wie gebe ich mir das in Zukunft selbst? Du kannst dir auch liebevolle Menschen suchen, die dich dabei unterstützen. Es gibt sicherlich eine Freundin, eine Mama, eine Schwester, wen auch immer, eine liebe Kollegin, wen auch immer. Kann ja hier um verschiedene Lebenssituationen gehen, ne? Die dich dabei unterstützen, die dich vielleicht auch immer wieder erinnern. Weil wenn wir ein Leben lang so gehandelt haben, dann ist es auch unterbewusst eingeschliffen. Dann ist es schwierig, das von jetzt auf gleich den Schalter umzulegen und dann dauerhaft immer anders zu machen. Wir werden in alte Verhaltensweisen zurückfallen. Wir werden wieder Rückschritte machen. Das gehört ganz normal zu jedem Entwicklungsprozess. Und da braucht es dann so diese liebevolle Stimme von außen, die dann sagt, Mensch, schau mal, das war jetzt gerade wieder die alte Marion oder die alte Elisabeth oder wer auch immer, die da gerade gehandelt haben. Ja? Um dich wieder zu erinnern, dass du es auch anders machen kannst. Und Schritt für Schritt für Schritt, wenn du dich da selbst dir die Zeit gibst, kannst du hier was verändern. Wichtig ist es, dass du deinen Selbstwert hier auch immer wieder im Blick hast. Dass du dir auch hier selbst immer wieder sagst, ich habe das verdient. Ich habe es verdient. Gott will für mich, dass es mir gut geht. Gott will, dass ich gesund bin. Gott will, dass ich versorgt bin. Gott will, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Denn solange du hier noch alte Glaubenssätze sind, dass wieder sowas heißt, ich habe es nicht verdient oder ich darf das nicht haben oder ich bin das nicht wert, ja, wirst du immer gegen dich selbst arbeiten. Aber mach dir mal wirklich, das ist hier das zentrale Moment, mach dir hier wirklich bewusst, wo du dir selbst hier Dinge nicht gönnst, wo du dir selbst hier Dinge verbietest, wo du dir selbst hier Dinge nimmst. Denn erstmal über das hast du Macht, ja? Das ist das, was du als erstes selbst verändern kannst. Und glaub mir, in dem Moment, wo du es bei dir selbst veränderst, wird sich deine Ausstrahlung verändern. Und es werden die Menschen in deinem Leben werden sich nach und nach auch anders dir gegenüber verhalten. Es werden sich auch welche verabschieden, nämlich die, die dich dein ganzes Leben nur ausgebeutet haben. Auf die kannst du auch gut verzichten. Und es werden neue Menschen reinkommen, die dann deiner neuen Energie entsprechen. Na? Die dich dann auch so behandeln, wie du dich selbst behandelst. Eine Reihe noch und dann gehen wir zur nächsten Karte. Was kannst du noch selbst hier tun, um aus der Nummer rauszukommen? Hier kommt der König der Stäbe. Dann kommen die 6 der Stäbe. Es kommt der Wagen. Es kommt Justice, die Gerechtigkeit. Und der König der Schwerter. Na, was du hier brauchst, ist vor allen Dingen den unbedingten Willen, hier rauszukommen oder in
Besser ist noch zu sagen, ich will in ein selbstbestimmtes Leben reinkommen, in dem ich mir meine Bedürfnisse selbst erfüllen kann, dem auch zu vertrauen. Du hast hier die 6 der Stäbe, die stehen schon für den Sieg und für den Gewinn. Also du kannst es erreichen. Du kannst es sogar auch relativ schnell erreichen. Es liegt an dir. Es liegt daran, wie schnell du dir das erlaubst. Es gibt heute wahrscheinlich keine Mama, also wenn du erwachsen bist, gibt es heute wahrscheinlich keine Mama und kein Papa mehr, die sagen, du darfst das nicht. Aber das ist halt in dir so drin, dass du das immer noch vielleicht diese Stimme auch hörst. Dann bring diese Stimmen zum Schweigen und mach dir einfach klar, dass du es verdient hast. Und schau dir vielleicht auch durchaus mal aus der Distanz, tu mal so, als wenn du von außen auf dich draufschauen würdest. Wenn du jetzt so ein Mensch wärst, dem du bisher immer emotional sehr verbunden warst und dem du bisher immer alles gemacht hast, ja? Und wenn du da jetzt mal von oben aus der Vogelperspektive auf dich selbst runterschaust und schaust, wie du dich selbst behandelt hast bisher, was würdest du denn dir selber sagen? Na? Als Mensch, der für dich selber sozusagen gerne sorgt. Also versuch mal, die Rolle umzudrehen. Das, was du bisher nach anderen gegeben hast, gib es mal dir selber. Und fühle mal dieses Mitgefühl für dich selbst, als Mensch, der einfach, ja, irgendwie immer zurückbleibt. Weil er sich selbst im Weg steht und weil er wahrscheinlich erwartet, dass immer andere für ihn das erfüllen, was er sich selbst nicht zu nehmen traut. Ich hab hier immer das Bild von jemandem, der an einer großen Tafel sitzt, wo ganz viele wunderbare Gerichte draufstehen und lauter Menschen sitzen außenrum und jeder nimmt sich. Nur dieser Mensch nimmt sich nicht. Der wartet drauf, bis ihm jemand was auf den Teller legt. Und wenn ihm jemand nur eine Erbse drauflegt, dann ist er damit zwar nicht glücklich, aber dann nimmt er sich auch nur diese Erbse. Na, vielleicht ist ihm als Kind immer auf die Finger gehaut worden. Das heißt, du nimmst dir nicht selbst. Als Erwachsener tickt man halt anders. Um ja, ein erfülltes Leben zu leben, heißt es, dass du dich selber versorgen darfst. Und dann heißt es auch, dass du dich an der Tafel des Lebens, wenn ich jetzt dieses Bild einfach nochmal nehme, dass du dich da auch bedienen darfst. Ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt damit in Resonanz gegangen sind, das tatsächlich für sich so annehmen können. Denn eigentlich war diese Legung eine riesige Erlaubnis dazu, zu leben, zu genießen, anzunehmen und so weiter. Muss ich nur schauen, dass ich die Karten gut durchmische. Und dann schauen wir uns Botschaft 2 an. Was haben wir denn hier? Hier kommt die Sonne. Was ist dir in Bezug auf dich momentan nicht bewusst? Nun kann man die Sonne auch wieder als Egoismuskarte bezeichnen. Man kann sie auch als eine männliche Energie, ist eine erfolgreiche Energie, ist eine Energie, jemand, der strahlt, der Wärme ausstrahlt, ja. Jetzt schauen wir mal, was es in Bezug auf dich bedeutet. Was bedeutet es hier in Bezug auf dich? Was ist dir hier zu dir nicht bewusst? Was ist dir hier in Bezug auf dich nicht bewusst? Hier haben wir die 3 der Stäbe, die 6 der Schwerter und das Gericht. Hier kriege ich Menschen rein mit einer ganz großen Sehnsucht nach Veränderung. Hier habe ich Menschen, die möchten eigentlich sich ein ganz anderes Leben gestalten, als sie haben. Vielleicht fühlen sich diese Menschen auch schon sehr
ja, ich möchte jetzt mal sagen, nicht ganz tot, aber einfach nicht mehr so lebendig. Und sie hätten gerne, dass sich ihre Lebenssituation so verändert, dass sie sich wieder lebendig fühlen. Also sie möchten weg von etwas und hin zu etwas ganz anderem. Vielleicht lebst du nicht den Beruf, der dir Freude macht. Vielleicht bist du in einer Beziehung, die dir nicht gut tut oder dich nicht glücklich macht. Vielleicht hast du irgendwelche Abhängigkeiten, die du gerne hinter dir lassen möchtest. Hier ist ein Mensch, der gerne eine Situation ganz anders hätte, als sie ist. Sag mir mal noch was dazu. Worum geht es hier noch? Da kommt der Page der Münzen. Ich habe das Ass der Schwerter. Und ich habe die Vier der Stäbe. Also hier ist jemand, der sich nicht zutraut, eine neue Stabilität zu schaffen. Der entweder nicht deutlich ist, was es, wie drücke ich mich jetzt aus? Der entweder noch nicht ganz alles auf dem Schirm hat, was notwendig wäre, um eine neue Stabilität herzustellen, oder dem das durchaus bewusst ist und ihm das zu viel ist. Also ein Mensch, der vielleicht in einer Situation verharrt, die ihm nicht mehr gefällt, wo er sich auch nicht lebendig fühlt, der aber nicht die Kraft hat oder sich selbst die Fähigkeiten abspricht, sich zu klein dafür fühlt, sein Schicksal hier selbst in die Hand zu nehmen und diese Veränderung, die er eigentlich möchte, tatsächlich anzugehen, umzusetzen. Was ist denn das für eine Situation, um die es hier geht? Worum kann es hier gehen? Da haben wir die 10 der Kelche. Der Wagen. Und die 9 der Münzen. Ich vermute mal, dass es hier um Menschen geht, die sehr stark in einem Familiensystem verwurzelt sind. Und hier eigentlich gerne mehr wirtschaftlich auch selbstständig werden. Vielleicht arbeitest du zum Beispiel in der Firma deiner Eltern. Du würdest gern viel lieber in einem anderen Betrieb arbeiten, ne, als vielleicht unter deiner Mutter oder deinem Vater als Chef. Hier kann auch sowas drinstecken wie der Wunsch, auch nochmal was Großes zu reißen, sag mal zum Beispiel ins Ausland zu gehen oder sowas. Auch das kann ja sein. Aber hier ist der Schrei nach Selbstständigkeit. Hier ist der Schrei danach, dass du dich unabhängig machst, aber in finanzieller Hinsicht. Ja? Also wenn das jetzt zum Beispiel eine junge Zuschauerin oder ein junger Zuschauer ist von mir, dann kann es sein, dass hier der tiefe Wunsch ist, endlich zum Beispiel zu Hause auszuziehen, aber man noch nicht genau weiß, wie man das machen soll, weil vielleicht die Finanzen dazu noch nicht stimmen oder sowas. Ja? Aber das Bedürfnis ist da, unabhängig zu werden. Das ist hier die Hauptsituation. Das können zum Beispiel, es können auch Erbstreitigkeiten sein, ne? Dass man hier zum Beispiel vielleicht dass es einen Erbfall gegeben hat und dass man eigentlich mit dem Rest seiner Familie eigentlich gar nichts mehr zu tun haben will, aber die einen zum Beispiel über einen Erbstreit binden. Und vielleicht bist du auf einen Teil dieses Erb- oder dieses Nachlasses angewiesen finanziell. Ja? Und du musst dich hier momentan noch auseinandersetzen. Also es ist irgendeine Form von Zwang noch vorhanden, die dich unheimlich stresst und die dich nervt und die dich eigentlich gerne los hättest, aber du weißt nicht, wie du aus der Nummer rauskommen sollst. Jetzt fragen wir doch auch da mal. Welche Möglichkeiten gäbe es denn? Was sagt denn die geistige Welt? Welche Chancen hast du? Ne? Manchmal gibt es einfach Situationen, da muss man durch. Ne? Da gibt es im Moment vielleicht auch keine Lösung. Aber
wir fragen jetzt mal nach oben, vielleicht gibt es Dinge, an die du bisher noch nicht gedacht hast, die dir vielleicht auch so noch nicht bewusst waren, weil wir haben ja gefragt, was ist dir selber bisher nicht so bewusst? Es kann natürlich sein, dass dir die Belastungen, die da drin stecken, bisher nicht so bewusst waren. Ne? Dass du das bisher alles weggeschoben hast und versucht hast, über den Verstand abzuwickeln. Und du jetzt eigentlich erstmal hier siehst, dass es dich durchaus auch eben emotional durchaus belastet. Ja? Und in dem Moment, wo man durch etwas belastet ist, sollte man schon schauen, inwieweit man das ändern kann. Weil eine dauerhafte Belastung führt letztendlich irgendwann mal zu Krankheit. Also, was sehen denn die da oben, die geistige Welt, was sieht die für dich als Möglichkeiten der Veränderung an? Die 9 der Schwerter, die 4 der Schwerter, die 10 der Stäbe, der Magier und der Hierophant. Das ist eine tolle Aussage, denn sie sagen dir hier letztendlich, pass mal auf, nimm dir mal eine Auszeit und setz dich mal tatsächlich mit deinen Belastungen auseinander. Ne? Also durchdenke mal deine Situation genau. Was ist es, was dich hier genau belastet? Vielleicht ist es etwas, was du leicht beheben kannst, indem du zum Beispiel deine Einstellung einfach änderst. Ja? Du zum Beispiel einfach sagst, okay, ich würde zwar gerne ausziehen, das ist aber jetzt momentan nicht möglich, weil mir das Geld noch damit fehlt. Ich akzeptiere die Situation jetzt erstmal, ne? So wie sie ist. Arbeite, dass ich das, was reinkommt, und dass ich mir eine eigene Wohnung leisten kann. Dass du emotional nicht mehr in den Widerstand gehst. Das ist eine Möglichkeit hier. Das andere kann auch sein, dass du guckst, zum Beispiel bei der Erbgeschichte, ist es tatsächlich so, dass du dieses Geld brauchst? Brauchst du es wirklich? Oder könntest du auch sagen, wisst was, ich verzichte? Weil es immer die Frage, ob das Sinn macht, aber ich sage es jetzt einfach nur als Beispiel, ja? Oder ob du dir zum Beispiel überlegst, ob du dich da selber auseinandersetzt oder ob du einfach einen Anwalt nimmst, ja? Also das, sie sagen dir hier ganz klar, mit dem Magier ist ganz klar, du hast deine Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Es gibt hier noch mehr Möglichkeiten, als du siehst. Du hast alles, was du brauchst, um deine Situation zu lösen. Das heißt nicht jetzt und sofort und gleich. Aber das heißt, wenn du verstanden hast, wenn du hier weißt, wie du es angehen musst, was tatsächlich das Thema ist, was das Thema deiner Belastungen ist, dann kannst du es hier ändern und dann kriegst du von oben sogar auch noch alle Unterstützung dazu. Also die Lernaufgabe, die da drin steckt, ist, eine gegebene Situation nicht einfach so hinzunehmen und darüber zu jammern und zu schimpfen, sondern reinzuspüren, genau hinzuschauen, was davon kann ich verändern und wenn ich nur mein Mindset dazu ändere. Ja? Ich bringe da immer gerne das Beispiel, wenn ich im Stau stehe, dann kann ich mich da furchtbar drüber aufregen, dass ich jetzt im Stau stehe, oder ich kann mir überlegen, was ich sinnvoll mit dieser Zeit anfange. Was wird meinem Organismus wohl besser tun? Ja? Mir schöne Musik anhören, vielleicht ein Telefongespräch führen, was auch immer. Mich einfach mal zu entspannen und mal nichts zu tun. Oder mich darüber aufregen, dass es nicht weitergeht. Meine Erfahrung ist, wenn ich mich rein entspanne, löst sich der Stau oftmals nach kurzer Zeit schon auf. Und dann denke ich, Mist, jetzt war es gerade so schön. Ja? Wenn ich mich darüber aufrege, weil ich vielleicht selber in Eile bin und glaube, das muss jetzt anders sein, als die Situation ist, dann stehe ich da ewig. Vielleicht kennt ihr solche Situationen auch. Also darum geht es, ne? Dass du hier genau hinguckst, den Karten nach hast du hier viel mehr Macht, hast du hier viel mehr Möglichkeiten, eine Situation, die dir momentan nicht gefällt, zu verändern, als du es selber glaubst. Eine Reihe noch, dann machen wir Schluss.
Da kommt der Page der Kelche. Dann kommt der König der Schwerter. Dann kommen die Neun der Stäbe. Die Drei der Kelche. Und das Ass der Münzen. Ja, und auch hier habe ich jemanden, der es bisher gewöhnt war, anderen sehr dienlich zu sein und immer zu schauen, dass die Situationen möglichst gut sind für sein Gegenüber. Und hier heißt, schalt mal dein Köpfchen ein, überleg dir mal, was du dir selber antust, na? Indem du in einer Situation verharrst, die dir nicht gefällt, die dir nicht gut tut. Sei dir mal selbst der beste Freund, denn das ist der Weg ins Glück. Und ja, die Sonne ist ja auch man kann sie als Karte für Egoismus nennen. Ich schwäch's mal hier ab. Ich sag mal, es geht hier einfach um Selbstliebe. Es geht darum, dass du auch drauf schaust, dass es nicht nur den anderen gut geht, sondern auch dir selber. Und dass es letztendlich auch manchmal sogar eine Lüge ist, wenn man ein Leben lebt, das man eigentlich nicht leben möchte und den anderen vielleicht sogar noch vorgaukelt, dass alles wunderbar ist, das ist auch eine Form von Lüge. Ne? Frage ist immer, was will man selber leben? Also wenn du hier ehrlich bist mit dir selbst und dir in die Augen schauen kannst im Spiegel, dann heißt es, sei ehrlich zu dir, dass dir die Situation, in der du dich befindest, momentan nicht optimal gefällt. Schau genau hin, du hast hier Möglichkeiten, etwas zu verändern. Das heißt ja gar nicht, dass du etwas komplett aufgeben müsstest, wenn du es nicht wolltest. Ja? Du kannst hier verändern. Wichtig ist, dass du etwas tust. Dass du dieses Aushalten, was da oben drin steckt, dass du dieses Aushalten aufhörst. Komm in die Puschen, sagen die da oben. Sonst wird es so weitergehen. Es wird einfach so weitergehen. Ja? Ja, ich hoffe, es waren ein paar Impulse für euch drin. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich hier was rausholen konnte. Würde mich zumindest sehr freuen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag oder Abend oder Vormittag oder Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video angeschaut habt. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.